Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuen Video. Heute mit Avalon, einem Film von dem Regisseur von Ghost in the Shell, Mamoru Oshii. Wenn euch gefällt, was ich mache, bitte abonniert meinen Kanal, das würde mir sehr, sehr helfen und aktiviert die Glocke. Und natürlich hinterlasst, könnt ihr auch jederzeit Like hinterlassen oder kommentieren. Ich mache Videos auf Deutsch und Englisch, dazu habe ich zwei Playlists angelegt, einfach mal schauen. Wenn ihr nur die deutschen Videos sehen wollt, dann könnt ihr dann entsprechend in der Playlist machen. So, genau, Plan Pictures, ehemals bekannt als Koch Films, hat vor kurzem Avalon im Mediabook rausgebracht, Gott sei Dank. Bis jetzt gab es nur eine DVD, eine sehr alte DVD-Version. Ist wirklich ein Film, der ein solches Release verdient hat. Und ich werde das Mediabook zeigen, aber bevor ich das mache, ich hatte noch vor langer Zeit habe ich mir Avalon bereits in dieser interessanten Edition gekauft, einer sehr seltenen Memorial Box Edition aus Japan. In dieser harten Box. Und hier sind zwei MRAs und ein Buch. So, hier ist typische für japanische Edition dieses Odi-Ding, diese J-Card. Und ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich, also ich liebe diesen Film, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Artwork als mit eins der hässlichsten und eines der kreativsten Artworks in meiner Sammlung bezeichnen soll, weil diese Collage ist seltsam. Sie hat was, aber die ist seltsam. So, das hier ist Ori, wie gesagt, mit vielen japanischen Text. Und hier ist das, was da drin ist. Zwei MRAs. Und ein Buch, eigentlich ist noch ein Booklet dabei, entsprechend in einer der MRAs. So, zuerst die MRAs an sich. Genau, das ist dann etwas eine ältere Edition, die wahrscheinlich erst kurz nach der Veröffentlichung des Films erschienen ist. Und zwar 2001, sage und schreibe inzwischen heute 22 Jahre her. Ja, das Artwork ist hier noch okay, aber hier ist es auch wieder so kreativ wie die Box selber. Es ist sogar ein bisschen schwierig zu sagen, was da überhaupt dargestellt wird. Das ist typisch für die japanische Edition, dass man das ein bisschen so Platz schindet, weil im Endeffekt ist es eine 2-Disc-Edition. Das heißt, die hätte man sich bequem in einem MRA unterbringen können. Und zwar hier einmal die DVD mit dem Film und hier einmal die DVD mit den Extras. So ähnlich ist es zum Beispiel auch bei Steamboy. Könnt ihr einfach auf meinem Kanal schauen. Da hat eine 4-Disc-Edition 4 Digipacks, jeweils eins für jede Disc eins. Ja. So, das war in der ersten MRA. Zunächst mal das hier, die Sticker auf der Box. Auch nichts Besonderes mit viel japanischem Text. So, das ist dann entsprechend so eine Anleitung für die DVD und auch so ein bisschen eine Menüanleitung der DVD selber. Damals ist die DVDs noch sehr neu waren, weil 2001 stimmt, das ist ja, damals gab es noch, wurden noch VHS verkauft. Die wurden, glaube ich, noch bis 2003 oder so verkauft. Der erste Harry Potter Film ist, oder die ersten zwei Harry Potter Filme sind zum Beispiel noch auf VHS erschienen. Deswegen war DVD damals so das Nonplusultra. Sie haben sich auch richtig Gedanken gemacht, damals noch über die ganzen Menüs und so weiter. Was man heute ja überhaupt nicht mehr macht. Leider. Ja, der Film von Mamoru Oshii ist ein sehr unterschätzter Film. Und zwar nach Ghost in the Shell. Na, Ghost in the Shell hatte einiges gemacht, aber nichts kam auch nur annähernd an den Erfolg von Ghost in the Shell ran. Ich fand zum Beispiel Garm Wars, The Last Druid, sehr interessant. Hat ein paar, wie gesagt, auch ein paar Realfilme gemacht, die so ähnlich wie Avalon sehr viele interessante Effekte enthalten. So, und hier, das war in der zweiten MRA. Das ist bloß so ein, das ist auch recht typisch, so ein kleiner Flyer
mit anderen Sachen, die man noch kaufen kann. Und hier noch eine kleine Anleitung zu der Extras-DVD. So, jetzt zum letzten, zum Hauptteil der Edition. Avalon Pre-Production Buch. Das ist auch recht typisch für die japanische Edition. Das ist im Endeffekt ein Storyboard-Buch. Genau, und ich werde jetzt bestimmt nicht alles durchgehen, weil es mehrere hundert Seiten hat, wie üblich. Auf sehr dünnem Papier und in Schwarz-Weiß. Genau, hier verschiedene Informationen zur Produktion und hier dann entsprechend der gesamte Film. Also nicht so wie bei manchen Editionen, wo man dann einfach nur bloß ein paar Blätter bekommt mit einer bestimmten Szene. Nein, hier ist die gesamte Storyboard, die gesamten Storyboard-Bilder des gesamten Films mit den Notizen und so weiter. Es ist recht üblich, dass sowas mitkommt. Auch richtig schön hier gezeichnet. Manchmal sind das wirklich sehr hässliche Zeichnungen. Aber hier ist es richtig, richtig schön gezeichnet auch. Ja, ist natürlich ein recht schönes Gimmick. Man sieht, wie dünn das Papier ist, weil man sieht da wirklich sämtliche Seiten dann durchschimmern. Also der Film ist sehr ungewöhnlich. Das ist eine japanisch-polnische Produktion mit polnischen Schauspielern gedreht. In Polen. Aber halt von Mamoru Oshii und seiner Crew. Sehr ein unglaublicher kreativer Film, also ich würde es davon nicht abschrecken lassen, weil es ist ein unglaublich kreativer Film also es geht um ein Virtual Reality Spiel namens Avalon. Und die Heldin ist Ash, ja, genau, die Ash, die ist der absolute Meister dieses Spiels. Und es geht um ein Geheimnis, das im Spiel versteckt ist. Das Spiel ist auch verboten in dem Land, wo sie lebt. Und viele Leute sind nicht mehr heil aus dem Spiel rausgekommen. Also so viel kann ich erzählen. Das ist ein wirklich sehr, sehr, sehr guter Film. Seine Zeit sehr weit voraus mit großartigen Effekten. Auch für diese Darstellung des Spiels sehr kreativ gemacht. Also jetzt einfach keine reine CGI-Orgie, sondern sehr künstlerisch angegangen. Die Welt, in der er schlebt, in der er schlebt, hat eine unglaubliche Atmosphäre. So, mir gefällt, wie das so ein bisschen schimmert. Ja, der gesamte Artwork, ich weiß nicht, ob ich das mögen soll oder. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Sehr ungewöhnliche Gestaltung. So, und hier ist das Mediabook mit diesem gezeichneten Artwork. Sehr löblich mit so einer J-Card. Das heißt, die ganzen Angaben sind hier nicht drauf gedrückt. Die Sprachen sind Deutsch und soweit ich es gesehen habe, Polnisch. Finde ich etwas kritikwürdig, weil ich finde immer, dass Originalsprache eigentlich da drauf gehört. Also ich kann zwar kein Japanisch, aber ich finde das eigentlich immer recht wichtig. So. Und hier sind zwei Blu-rays, einmal der Film und einmal die Extras. Und hier ist das Booklet, wie üblich, von Plion Pictures, also Koch Media, Koch Films, sehr gut, sehr schön gestaltet. Genau, das Avalon ist ja von der Insel, auf die dann die Seelen der gefallenen Helden kommen aus der Artus-Sage. Das ist hier, wie gesagt, Name des Virtual Reality-Spiels. Genau, das geheime Mädchen, quasi so ein Geist, das in diesem Spiel überraschend auftaucht. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe den Film schon ewig nicht mehr gesehen. Ich werde ihn mir dann anschauen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren. Das ist einfach wunderschön. Soweit ich es verstehe, ist es auch exklusiv Artwork von. Also gezeichnetes Artwork von Plion Pictures. Und das ist ein Foto. Genau.
Ash im Spiel. Ein Irrtum, das ist kein Foto. Wenn man es genau anschaut, sieht man, ja, der Regisseur, der liebt Hunde, das merkt man auch in Ghost in the Shell 2. Und das ist tatsächlich gezeichnet hier. So Leute, das war's. Abonniert meinen Kanal und hinterlasst ein Like. Das war jetzt die Kurzvorstellung von Avalon in der Planet Pictures Edition und in dieser japanischen Memorial Box. Sagt mir in den Kommentaren, ja, wie euch diese Edition gefallen haben. Und falls ihr den Film Avalon gesehen habt, also ich kann euch den Film sehr, sehr, sehr wärmstens empfehlen, wie euch den Film gefällt und ob ihr auch Fans von Ghost in the Shell seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.